Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War an und haben heute den 12. Mai 1864. Nach der blutigen Hölle von Wilderness wurde unsere Armee befohlen, sich nach Süden zu bewegen und die wichtige Kreuzung am Coathouse einzunehmen. Lee hat die Rebellenarmee in einer erweiterten Erdwalllinie nördlich des Coathouse eingesetzt. Am 8. Mai bis zum 11. Mai sind all unsere Angriffe auf diese Linie der Rebellen gescheitert. Ihr Erdwall ist mit Holzbalken befestigt und durch Artillerie bewacht, die so platziert ist, dass angreifende Streitkräfte mit Flankenfeuer angegriffen werden. Sie werden unseren nächsten Angriff auf einen Vorsprung, bekannt als Mühlschuh, in der Rebellenlinie angreifen. Oh Gott, Gott. So, zweite Korps wird den Hauptangriff machen. Verstärkung wird Heinrich sein, weil Heinrich nicht so viele Kanonen hat. Ich sehe gerade, das vierte Korps hat ganz viele Kanonen. Aber es hat nicht viele Einheiten. Dann Heinrich. So. Machen wir Start. General, diese Rebellenposition scheint die schwächste in ihrer Linie zu sein. Ja, aber hier ist auch eine gute Linie. Es ist ein Vorsprung in ihrer Formation. Aha. Also quasi ein Hufeisen oder was? Weil das geht ja einmal so halb rund. Der in dieser Form eines Hufeisens herausragt, habe ich auch gesagt. Wir müssen diese offene Position angreifen und das Gebiet einnehmen. Falls wir erfolgreich sind, könnten wir die Front der Konföderierten in zwei Hälfte teilen und die Verteidigung schwächen. Pause. Also hier ist eine Linie, da ist eine Linie, hier ist eine Linie, da. Bisher gefällt mir das hier ganz gut. Kanonen hier, draufballern, Einheiten hier, hier. Und dann könnte man diese Position nämlich von hier hinten reinnehmen. Und wir sind nah am Ziel. Das sieht hier gut verteidigt aus. Bestimmt hier überall Infanterie und dann nochmal Infanterie und dann hier die Kanonenreihe. Überall, das ist ja hier kaum zu knicken. Diese Position wird meine Position. 4 Stunden Zeit haben wir. Das Problem ist, wenn wir hier angreifen, geht uns 1 Stunde durch Bewegung flöten. Definitiv. Vielleicht reicht es ja auch, wenn wir dahin und erst dahin. So. Heinrich dahin. Ach, Sherman ist das, Entschuldigung. Munitionswagen. Diese Soldaten könnten ja erstmal hierhin laufen. Diese Soldaten schicke ich dann auch rüber. So, springen wir vor und ich hoffe, alles bewegt sich. Bis die Kanonen in Reichweite sind. Na gut, das ist eigentlich. Aber hier direkt die Spitze möchte ich nicht. Ich schicke sie extra ein bisschen weiter hier hin, damit sie dann hier noch ein bisschen zurückziehen kann. Nicht, dass, weil die Pfeile waren mir hier zu nah an deren Linie. Ja. Da haben wir schon mal nicht alles bewegt. Du fehlst mir auch noch. So, euch schicke ich gleich weiter.
Boy schicke ich hier hin. Oh, die Kanonen, Alter. Wie lange brauchen die denn? Da haben wir auch noch zwei Einheiten vergessen. Ohne Kanonenfeuer greifen wir nicht an. Aber da kommt schon ihre Kanone. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ah, richtige Wahl. Aber auch da sind viele Kanonen, die noch am Arsch der Welt sind. Die Kanonen packen wir aber hier hin. Dann können wir die ganze Linie brechen. So, ich hoffe, ich erwische so viele wie möglich. Meine Kanonen sind immer noch nicht da. Das wird scheiße knapp. Naja, die schießen auf meine Kanonen, das ist schon mal geil. So. Hier aufstellen. Hat sich alles da bewegt? Ja. Die anderen Kanonen sind erst zu Weihnachten da. Hilft nichts. Ah, Katze! Wo kommst du denn her? Wollen wir nicht. Dich wollen wir auch nicht. Puh, bewegt euch mal ein bisschen. So, ich habe keine Lust mehr auf Kanonenwarterei. Ich nehme jetzt mir einfach alle. Dann schiebt ihr euch selber hinterher. Gebt euch einfach ein Ziel, darauf schießt ihr. Die erste Einheit, die wir jetzt gleich sehen, wird beschossen. Und da sitzt doch schon eine. Warum sehe ich die nicht hier? Da waren ja Truppen dabei. Das ist doof. Oh, ich hätte gern die ganzen Kanonen auf dem Shortcut. Echt. Geht das? Ist der G1? Kavallerie. Gesichtet. Ist mir aber jetzt scheißegal. Weiter ran, weiter ran. So, weiter ran. Keiner steht, ist natürlich geil. Versuchen wir es mal. Hier, die... Entschuldigung. Die Einheiten bei den Feldern gerade eben sahen mir nicht so bewacht aus. Hier haben sie noch Deckung durch den Wald, aber hier... Oder die Kanonen können wir mal befeuern.
Das ist auch mal ein Thema. Damit du die Kanonen zurückdrängst. Das machen wir mal. Ich schieß mal gegen die Kanonen. Zacke. Ah, ich wollte nicht in den Nahkampf. Ich wollte nur, dass er schießt. Hier, du kannst deinen Nahkampf geben, wenn du willst. Ist nämlich Nahkämpfer. Nee, er will nicht. Geh nochmal ran da. Okay, die laufen. Fantastisch. Kanon. Ach, schieß drauf. Das dauert nicht so lange. Die Kanonen sind mir doch zu weit. Die sind zurück. So, hier unten sieht es doch schon mal gut aus. Lauf, Forest. Genau, wir brauchen da unten noch ein paar Truppen. Kanon und den General nehme ich mal mit. Nach unten und Heinrich nennt mal hier. Die Leute sind ums Zorn. Ja, der läuft. Ah, hier sind auch ganz schön viele scheiß Arschlöcher. Kommst du hier durchgelaufen? Halt, Junge! Bleib da stehen! Läuft auch gleich. Aber hier sind gleich beide Generäle. Oh, der läuft auch. Dann brauchen wir da einfach mal Verstärkung. Versuchen wir noch einen zweiten hier hinten zu schieben. Genau, so gefällt mir das. So, jetzt machen wir mal die Spalte dann ein bisschen breiter. Gib mir die verfickten Kanonen da. Feuer auf die Leute von hinten. Hier und du kommst da hin. Oh, der wird gerade erwischt. Der hier, der zieht sich zurück. Die haben ein bisschen Deckung hier, aber nur ein bisschen. Können wir jetzt mal da durchbrechen irgendwie? Feuer auf den da. Wir brauchen mal Nahkämpfer. Ja, nicht flankieren lassen. Weiter vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Hier, ihr könnt mal seitlich. So.
brauchen da Platz. Wir brauchen da Platz. Los, ran da. Nee, 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 nicht in den Nahkampf. Nicht in den Nahkampf gehen. Halt, du bist schon nah genug. Hier bildet die zweite Reihe. Ey, hier beide. Zweite Reihe bilden. Gut, weiter folgen, weiter folgen. So, jetzt haben wir hier langsam auch hier viel Leute. Komm mal ran da. Munitionswagen kann da bleiben. So, die Kanonen laufen, das gefällt mir. Aber meine Einheiten laufen auch gleich. Kommst du da ran? Hier. Du kommst dann weiter hierher. Laufen. Da laufen. Lane laufen. Mal ran da. So. Nahkampf. Attacke. Hier. Euch hätte ich gerne mal hier. Oh, da waren Einheiten. Scheiße. Halt. Na, erstmal dahin. Jetzt habe ich zu spät gesehen, dass da Einheiten waren. Fuck. Nee, die wehren den Nahkampf ab. Das ist ja der Hammer. Die laufen. Fantastisch. Nachziehen. 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 Weiter. Puh. Ja, kam ich nicht hier durch, aber hier wenigstens. Zurück. Entschuldigung. Der Kaffee räumt meinen Magen auf. So. Weiter. Weiter. Und Pause. Jetzt müssen wir mal diese Kanonen nehmen. Sind nur noch drei. Eine ist wahrscheinlich nach unten gerückt. Oh, kommt mal alle drei her. Und ihr schießt mir jetzt einfach diese Kanone weg. Ja, nicht die Ehrenbrigade, die sind zu teuer. Geht jetzt mal dahin und stößt da mal weiter durch. Da durchstoßen, durchstoßen, durch. Einfach ist das. Die Kanonen, die wir hier haben, da nicht. Du auch nicht. Kanonen möchte ich haben. So. Könnte doch mal richtig schön die anderen Kanonen nochmal unter Druck setzen. So, das möchte ich jetzt nur das Haus haben. Okay. Krass, die gehen ja echt nur im Nahkampf. So, ab da rein. Ab da rein. Sich noch nicht weiter ran und halt. Jetzt müssen wir sie so ein bisschen da wegschicken, scheuchen.
alt. Wie viel Deckung hast du? 87. Besser geht's nicht. Jetzt müssen wir sie hier wegschieben. Hass. Alt, habe ich gesagt, du Arsch. Jetzt müssen wir den noch wegkriegen, da. Und dann weiterschieben. Munitionswagen bitte weiter vor. Achso, warte mal. Die eine brauchen wir nicht. Und Feuer. Kanonen. Und Feuer. Schicke ich den mal nach da, damit der läuft. Wenn wir sie hier hinter weggedrängt haben, in diese Richtung. Ach. Halt. Ah. Na los, schieß doch mal die Kanonen da weg, verdammte Axt. Nee. Er soll doch nicht in den Nahkampf gehen, verfickte Scheiße. Ja, das war's dann. Der rennt gleich. Die rennen da auch nochmal rein. Habe ich noch Nahkämpfer? Los. Unterstützen. Unterstützen. Heinrich nachrücken. Reicht, halt. Ah, der Schweizer läuft. 500 Mann auf einen Haufen verloren oder was? Das sah gerade heftig aus. Hier, auf die Kanonen verfickte Scheiße. Läuft, perfekt. Anna. So, laufen, laufen, laufen. Kommt da mal ran da. Unser Wald kämpft um den Wald, verdammt. Hier, hier, hier. Feuer da drauf. Und ganz kurz nochmal Pause. Ich höre irgendwo Motivation. Motivierte Soldaten. Das wollen wir natürlich nicht hören. Natürlich Musik, die mir gar nicht gefällt. Hier einfach mal schön geschmeidig in die Mitte ballern. Ach, das ist ein Supply-Wagen. Interessiert mich nicht. Du kannst dich nur schön aufstellen. Und halt. Weiter vorrücken. Ihr beide. Bitte da nochmal hin. Den dritten ziehe ich da auch nochmal hin. Ich höre meine Kanone nicht. Ja, schön. Da läuft ja einiges. Naja, wir haben wieder einen verwundeten Offizier. Auf den nächsten. Und wir suchen für die Kanonen auch nochmal ein neues Ziel. Und zwar... Wie wär's denn mit Brandon oder Bretton? Schön von der Seite reinballern. Da freut man sich doch drauf.
5 Meter laufen, 5 Meter laufen. Hier die Linie, die zweite Linie und die dritte Linie. Heinrich, kommen wir mal näher ran. Schweiz hat nur 1000 Mann, den lassen wir mal lieber. Ja, die haben es nochmal versucht. Ich wollte diese Linie noch verlängern. Bass, halt, Bass, nicht kämpfen. Komm zurück. Komm zurück. Hier aus dem Gras sollen sie nochmal anlaufen. Kriegen sie einen drauf. Halt. Ich habe die Zeit nicht beachtet. Fuck. Attacke! Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Attacke! Männer nach vorne! Jetzt oder nie! Jetzt oder nie! Alle Mann nach vorne! Los, holt sie euch! Diese kleinen kommunistischen Schweine! Attacke! Feuer! Eigentlich ist die Zeit abgelaufen, aber scheiß drauf. So, 17 Sekunden noch, weil hier steht umkämpft. Halt! Laufen. Klappt ja sogar. Das klappt ja sogar. Hier nachrücken. Nachrücken. Der schwankt nämlich. 12 Sekunden. Das sind die längsten 12 Sekunden, die ich habe hier. Warum ist er blockiert? Nein, dann sei blockiert. Acht Sekunden noch umkämpft. Ihr müsst die Position halten. So, und das natürlich, die noch gerade alle laufen. Passt mir doch sehr gut in den Kram. Hier, Linie füllen. Kavallerie. Halt, da ist noch wer drin. 4 Sekunden. Der Terrell läuft gleich. Das heißt, wir stellen schon mal einen hinten dran. Kannst du mal 5 Meter vorlaufen. Ja, der läuft. 1 Sekunde noch. Das ist eine ziemlich lange Sekunde und wir haben doch noch gewonnen. 74.000. Oh, nee, oh Gott sei Dank. 12.000. Ich dachte gerade für einen Augenblick, 74.000 Mann verloren. Ja, dass wir viel. Ich hätte auch locker gesagt, auch schon. Ich hatte mir auch schon gedacht, so vor dem Start, bevor wir losgekämpft haben, dass wir locker 10.000 Mann verlieren. 12.000, war gut. Das ist, glaube ich, das noch, was ich an Soldaten in Hinterhand hatte. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir aus dieser Schlacht noch bekommen. 15.000, haben ein paar tausend Mann plus gemacht. Ist doch ganz nett. Mal gucken, wie viele Offiziere wir verloren haben. Leute wieder aufstocken. Und die, ja, dann geht's zur nächsten großen Schlacht. Das wird nämlich Cold Harbor sein. Und ich glaube, das war auch nicht so lustig. Minus 5 der feindlichen Armeegröße, minus 5. Also minus 15 der feindlichen Armeegröße, weil wir jetzt schon die Schlachten davor gewonnen haben. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.